Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Senua's Saga Hellblade 2. Den ersten Teil habe ich nicht gespielt und den zweiten Teil hatte ich eigentlich auch nicht auf dem Schirm. Ich habe es eher per Zufall auf GameStar gesehen und habe mir den Test angesehen und war sofort Feuer und Flamme, weil das Storytelling und das Immersive richtig, richtig gut sein soll und GameStar meinte schon, es könnte vermutlich das beste Spiel des Jahres sein diesbezüglich. Obwohl es auch einige Schwächen hat, das vor allem Story-Durchhänger hat und dass es eher so ein bisschen Walking-Simulator ist, so analog What Remains of Edith Finch, ist für mich jetzt aber kein Problem, wenn die Story gut ist und das Storytelling Hammer ist. Und deswegen gebe ich Hellblade 2 eine Chance und wir spielen es jetzt mal durch und dann schauen wir, wie es sein wird. Ich hoffe, ich komme bei Hellblade 2 mit der Story, obwohl ich den ersten Teil nicht gespielt habe, aber es gibt hier ein Recap, wo erzählt wird, was im ersten Teil so passiert ist. Und das schauen wir uns als erstes mal an. Senua. The outcast who became a warrior. Who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul. Has accepted the voices. The Furies, as part of herself. Just like her mother, Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father, Zinbel, told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind, and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries, until she found her prize before the guardian of Hell's gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped.
not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. Also soll heißen, sie hat es dann schlussendlich nicht geschafft? Fragezeichen? Die ganze Reise in die Hölle und dann, was war das Opfer? Oder war das das offene Ende? Und jetzt beginnt Hellblade 2 an der Stelle. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Spiel. So, Steuerung, soweit klar. Interagieren F, Fokus E, blockieren Drittel, Shift, Sprint, ausweichen Space, Fotomodus Z, oh ja, den werde ich brauchen. Gut, los geht's. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less, a promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death. Make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign, and one among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Plans can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark. Go. Okay.
Come on, get up! Get up, quick! She's too late. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. But Dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by and find the next sign. Also, falls ihr es noch nicht tut, setzt euch bitte Kopfhörer auf, denn audiovisuell Hammer, vor allem die Richtungen von den Stimmen. Krass. Okay, das, an die Stimmen, da muss ich mir noch gewöhnen, aber das ist so ganz typisch das Game sein. Oh, es sieht ja heftig aus. Wahnsinn. You should not have come here, child. Und ich hab noch mal. Ich hab noch mal darüber nachgedacht, bezüglich dem Ende vom Recap. Dass das Opfer war, okay, er stirbt, aber lebt in ihr weiter. Schaut euch das Wasser an. Okay, hier nach oben? I guess. Look, there it is. This is only the beginning. Climb somewhere. You need to climb again. She will fall if she does. You will die. Climb, Senua. Climb, climb. She's hurt. Aber wer sieht die Stimme hier? She's going to fall. No. Careful, Senua. Okay, ich muss effektiv was machen. Okay. Klein. Ja, irre. Why have we come here? Stupid! Come on, climb! Und vor allem die ganzen Details. It's too much. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht nicht so viel reden. Don't let the fear get to you. Draw her onward. The ones who didn't live. The ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. She carries them with her. Always. I love you, Mom. Exhausted. Ich bin echt kurz am Überlegen, ob ich ein No-Commentary-Let's Play mache, wenn das so weitergeht. Ich bin echt begeistert. Why did we come here?
this way. Just to die among strangers. You! Why did you come back? Did you think you had left me behind? I am always here. I won't listen to you! Her voice thought she'd left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. Wahnsinn. Also, ich weiß wirklich nicht, was sagen. Also, das Spiel packt mich. Und ich weiß nicht, ich glaube, meine Kommentare sind eher störend bei dem Spiel, als wie das es hilft. Ja, mal schauen. Okay, sprinten. Wo? Na, shoot. Wie ist der da hochgekommen? Okay, das Schiff. Okay, wir haben, wenn ich jetzt richtig verstehe, die Stimmen der Toten. Unter anderem ist auch ihr Vater mit dabei, der sie versucht, negativ zu beeinflussen. The slavers. This is the right way. The signs are leading me. They brought me here. She knows that all through this world there are signs and symbols waiting to be discovered. Mal ganz kurz gucken, wie funktioniert der Fotomodus? Aber hier gar nicht. Okay. Vermutlich, weil. Was ist das? Ach, mit E. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come. And now find yourself in Midgard, the world of man. Do not think it any less dangerous. Ach, Moment. Muss ich da bleiben? They will kill you this time. Like they did to her. On the cliff. You were too weak. Follow him. Be ready to fight. She isn't. Ja, ich habe ja nicht meine Waffe. Moment, kann ich? Das macht nichts. I guess das ist der erste Fight. There were survivors. I need to help the other slaves. You let her die. Ich glaube, die Stimmen sind ein bisschen gut und evil. Oder das gute Gewissen, das schlechte Gewissen. Irgendwie so. Nee, okay, da kann ich nichts machen. Remember why we came here. She came here for a reason, but now she doesn't know what to do. You don't know where we're going. Your plan is in pieces. She is lost. You're lost. The enslaver, the master is gone. I have Nicht to help even. Thought you could stop this, but you have lost your mark. The sea tore him away, just like your hope. Don't need to listen to him, you know this man.
better. Find the survivor. He is trying to trick you. You want to save them. They're already dead. You're a liar. The lost one. Warte mal, sind die nicht da hinten runter? Ja, da liegt jemand. Aber ich glaube nicht. Es ist nur einer. Ne, da. Zwei. Okay. Gehen wir mal zu diesem Pfahl da hinten. Find a way out. Get to the sea. Find your way back to the sea. That is where they need your help. But you can never escape. Ja, das habe ich auch im Test gelesen, dass die Stimmen auch einen helfen oder Hinweise geben, was man denn lost. Find anyone. You bailed them. They are dead, like your mother. Shut up! Stop it! Ich glaube, ich würde kirre werden, wenn ich die ganze Zeit diese Stimmen hören würde. I can hear them. Ganz normale Ding. Okay. They are suffering, but I set them free. Simple. We need to find it. It's here. Somewhere. Look for it. Look for the sign. Find the right perspective. You'll sense when you are close. Find. Oh, I see. Do you know where to look? She doesn't. She doesn't. Nee. It's there. Focus. You found it. You found it. You Focus. Don't know how deep this darkness goes. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? You must go back to the gate. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source. Aber ist das wirklich da, was ihr da sieht, oder bildet sich das ein? Nicht sehr gut aus. Find somewhere to hide. I want my mother. Oder muss ich den Stimmen wie nachgehen? Moment, ich hab doch da was gehört. Irgendwo hier in der Nähe. Aber mit dem 3D-Audio. Kann damit natürlich auch falsch liegen und
Ich soll einfach den Weg weitergehen. Alter, das klingt so krass. Nee. Okay, at least eine Waffe. Right. Auch tot. Ja. Ja, krass. Okay, das war einigermaßen easy. Aber das dürfte jetzt nur die Aufwärmübung gewesen sein. Okay, dort über. Ja. Nice. Komm zu mir. Holy shit. Es ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, aber es sieht halt richtig gut aus. Wo ist er hin? Don't. Von wo? Was soll ich machen? Yes. Holy shit. Ach ja, wir werden die ganze Zeit kein Interface oder sonstiges sehen. Was ich irgendwie sehr begrüße. Aber immerhin, sie gibt sich Mühe. Wow. Okay.
Captain. I will follow you. I'm going to join you. Kill your lover, they kill. So many more will die. And you know what's left. You hold your breath until you come. Then you gasp and the water rushes in. But the pain in your chest, the burning of pain, is very... Okay, liebe Leute, ich glaube, wir werden das Let's Play von Hellblade 2 ein bisschen anders machen. Und zwar, ich glaube, ich werde wirklich No Commentary machen. So immersiv, wie das hier erzählt wird, halte ich jetzt meine Kommentare eher für störend. Ich glaube, man sollte es einfach so erleben, wie es ist, ohne dass irgendjemand, so wie ich jetzt da reinquatscht, und lasse das Spiel einfach erzählen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wenn es mal doch natürlich eine Phase hat, wo man vielleicht was kommentieren sollte, wo es die Story irgendwie zulässt, dann werde ich vielleicht was quatschen. Aber ansonsten glaube ich, machen wir von hier an No Commentary und dann lassen wir einfach das Spiel erzählen. Mit dahin sage ich jetzt erstmal Ciao. Stimmentechnisch zumindest. Und schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Still alive. Be a slave. Remember, you're alive.
What are you going to do with that sword, girl? He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready. We will end this. You're fucking dead. You can do this. Fight him then. Not just strength. Is that the best you could do? Get up and fight me! I'm going to stop you! No! 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 You're gonna take me where I need to go. Yes. Yes. God. He will take you. He will show you. He has to.
you need to go. You can do this. Where you come from? Where you take the slaves? I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. You'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come here. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. You promised. I made a promise. She knew the path would open to her. A blood-carved stave, a soul sea falling, a too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. Sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father, Sigil. His father. Your father. The Gothi. Monster. He's here. Look at him. No. The shadow. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have like to. You. Does she? Enough! He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes on him. We should have thrown you overboard. I wish you had drowned like the others. Just wait till I get free. You seriously think you will survive here? You don't know this place. He is evil. He knows this place. So quiet. No further. Something's wrong. What happened to him? It smells of death. He doesn't want to. The settlement has fallen to the Draugr. Wake up. There is nothing but death beyond those gates. I don't want to see what's in there. Did you hear it? Did you hear it? Don't listen. Someone is suffering. Help me. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Everyone is dead in there. Everyone. Help us. Do you want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there is too dark. We are leaving. Now. Don't give me orders, slaver. We'll find another way in. So, ich würde sagen, das war's dann erstmal für die allererste Episode und ich muss sagen, wow, das Spiel nimmt einen wirklich mit. Geiles Storytelling, Kämpfe schauen richtig geil aus, das Spiel an sich sieht Wahnsinn aus. Also gerade jetzt hier, wo wir ein bisschen Licht haben, hammergeil. Und ich glaube, das kommt ganz gut, dass ich da nicht durchgehend irgendwie meinen Senf dazugebe, sondern dass ich einfach das Spiel erzählen lasse. Und ja, was ist eure Meinung dazu? Lasst es mir in den Kommentaren wissen.
Wir sehen uns schon bald in der nächsten Episode. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.